Ja, was mir jetzt bei meinem Raspberry Pi fehlt, wäre vielleicht ein Office-Programm. Und hier ruft man die Konsole auf, dieses LX-Terminal. Und dann können wir hier eingeben sudo apt, ja, ich mache immer ein Leerzeichen, get install LibreOffice. So, der ganze Vorgang hat jetzt ungefähr 9 Minuten gedauert. Jetzt probieren wir es mal aus. Also hier ist die Installation unter Menü. Genau, haben wir einen neuen Eintrag, Büro und dann starten wir mal den Writer. Schauen wir mal, wie lange der braucht zum Starten. Ja, gut, dann so ungefähr 15 Sekunden ist dann der Writer von LibreOffice auf und dann kann man entsprechend loslegen.